Autsch! Ah! Oh, da, nein! Och, es kann doch nicht wahr sein. Oh. Die Leiter runter. Scheiße, verdammte Fledermäuse. Bewegung, einer nach dem anderen. Es ist alles mit Eis bedeckt. Passt also auf. Gehen wir jetzt hier lang. Wo sind die? Haben Sie Ihre Ausrüstung, Truppführer? Wenn ich Sie von der Luftschleuse holen muss, trete ich Ihnen in den Arsch. Klar, klar. Ich meine, ich hoffe mal, dass wir hier nicht gesehen werden. Es ist, glaube ich, ein sehr dummes Versteck. Oh, mir macht die Maske immer Sorgen. Die haben mich niemals gesehen. Ach, Leute, leckt mich. Leckt mich am Arsch. Die haben mich niemals gesehen. Ach. Scheiße, verdammte Fledermäuse. Bewegung, einer nach dem anderen. Es ist alles mit Eis bedeckt. Passt also auf. Nehmen wir halt jetzt das hier. Und gut ist. Ja, was ist denn das? Ach, sieh mal einer an. Ich habe echt das Gefühl, dass ich die töten muss. Pass mal auf. Ich bin wahrscheinlich der schlechteste Metro 2033 Spieler, den die Welt jemals gesehen hat. Gut, wir halten gleich drauf, wenn die da sind. Wir müssen die töten. Anders komme ich hier nicht weiter, die bleiben da stehen. Oder die laufen jetzt da lang. Vielleicht laufen die auch da lang. Wir haben maximal 15 Minuten, um die Luftschleuse zu öffnen. Schaffen wir es nicht, ziehen wir uns zur Basis zurück. Ich habe darüber nachgedacht, ob wir sie sprengen können. Was meinen Sie, Herr Offizier? Hier oben zu stehen, finde ich gruselig. Ich nutze die Zeit und trinke etwas. Was haben wir denn hier? Einen Denker. Brillant. Und haben Sie auch darüber nachgedacht, was wir tun, sobald wir das Loch erobert haben? Sollen wir dann Ihren dummen Kopf nehmen, um den Ausgang zu stopfen? Lassen Sie das. Der Kommandant hat uns eine klare Aufgabe erteilt. Die Station still erobern. So, die müssten jetzt gleich auch vorbei sein. Ach da. Gut, die sind wir umgangen. Alle? Okay, jetzt müssen wir aber trotzdem durchkommen, ohne dass wir gesehen werden. Oh Gott, das wird doch was lange dauern. Es gibt ja auch kein Safe State oder so. Oder, Moment. Ich guck mal ganz kurz, vielleicht gibt es die Möglichkeit... Benutzen. Gepäck. Nee. Ach, Nachtsicht ist noch auf N. Okay. Nee, also es gibt nicht die Möglichkeit. Können wir uns hinlegen? Kriechen, das ist für mich eher ducken. Hocken, umschalten. Y, okay. Hier, hocken, kriechen. Kriechen ist das gleiche wie hocken. Heißt, wenn jemand in den Allerwertesten kriecht, dann liegt es daran, dass ihr hinter ihm hockt oder so. Ja, das lassen wir durchgehen. Okay, toll. Wir werden hier eh irgendwo gesehen. Aber Hauptsache, die Gruppe ist weg. Die Frage ist, müssen wir jetzt da hoch oder... Naja, einen anderen Weg gibt es ja nicht. Ist ja wieder so ein Schlauchlevel. Ich mag Schlauchlevel nicht so. Das ist, glaube ich, die Alarmanlage. Die kennen wir ja.
Och, leck mich. Och, Mist, Mist, Mist. Au, 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 ach, Mann, ach, das ist doch, das hält doch kein, das geht doch auf keine Kuhhaut. Die Leiter runter. Ach, Leute. Passt auf, wir warten jetzt hier und töten dann alle. Oh, ich mag es nicht so, Stopp zu machen und das dann vorzuspielen. Ich bin da nicht so ein Fan von. Lieber quäle ich euch noch weiter, dass ihr das hier gucken müsst. Quäle euch jetzt. Da ihr das jetzt schon langsam kennt, was ich sage, wenn ich euch jetzt mal ein bisschen volllabern. Dieser Schnee hier nennt sich Pixelschnee. Dieser Schnee ist, unterscheidet sich von dem normalen Schnee, das sie im Real Life sehen. Und zwar ist dieser Schnee nicht echt. Es sieht zwar echt aus, echt pixelig und ja. Dafür gibt es in Real Life keine Pixel. Aber wenn man es genauer so sieht, gibt es eigentlich nur Real Life Pixel, dass diese Pixel eigentlich so eine quadratische Form sind, um irgendwas darzustellen auf dem PC. Hier zum Beispiel haben wir jetzt Pixel auf dem. Diesen Video sind zum Beispiel 1280 mal 720. 1280 zur Breite hin. 720 so hoch. Bedeutet, wie viele Pixel so in diesen Reihen sind. Ja, das nennt man dann Auflösung. Das heißt, dieser Schnee, so doof es klingt, hat eigentlich auch eine Auflösung. Was erzähle ich da nur für Mist? Aber was soll ich denn sonst sagen? Wenigstens haben wir kein Kind mehr auf den Schultern. Moment, jetzt können wir die sicher auch abknallen. Ach, die haben einfach viel zu viel Leben. Das war ein Headshot. Das war ein Headshot. Bleib liegen. Headshot bis heute tot. Du auch. Also wenn man der Waffe so einzeln schießt, dann haut die auch rein. Auch wenn es manchmal buggy ist. Zwei Headshots machen keinen Tod. Und jetzt kommt mir nicht damit, dass sie einen Helm tragen. Das Argument kann ich nicht mal hören. Och, Muni, der. So, hier, Pack. Hallo. Hat mir da wirklich gerade jemand Hallo gesagt? Irgendwie bereue ich es, dass wir unseren Revolver abgegeben haben. Kann man uns einen Helm aufsetzen? Ach nee, das ist die Waffe. Wollte schon sagen. Gut, können wir jetzt wieder zur Waffe wechseln? Hat die wieder Muni? Nee. Ach, da müssen wir weiter mit der spielen. Jetzt würden wahrscheinlich welche sagen, nimm doch die Schrot. Aber nein, ich nehme hier nicht die Schrot. Weil die alle hier so weit weg sind. Wir werden ja eh gleich wieder erschossen. Aber irgendwie bringt es bei Metro nicht, Stealth-Modus anzuschalten. Wenn man kämpft, ist es irgendwie leichter. Haben wir jetzt wieder was für die Waffe? Ein bisschen. Wir müssen halt ein bisschen Spaß haben, damit umgehen. Sicher ist hier irgendwo noch eine Leiche. Ich bin mir da irgendwie sicher. So wenig waren das doch niemals. Naja, okay. Aber irgendwo ist hier noch jemand, da bin ich mir sicher. Ja, wir können ja auch rennen. Und da atmen die, ist dann der Sauerstoff von der Maske weg, wenn wir rennen? Ich weiß es nicht. Da habe ich was gesehen. Ah, neuer Filter. Gut, ich glaube, wir haben genug Filter. Irgendwo hat mich jemand gesehen. Was? Es tut mir leid, mein Guter, aber... Mistvieh? Ich weiß leider nicht, wo du bist. Neue Maske. Ja, ja, ja.
Ups. Ach, hi. Warte, ich will erstmal eine neue Waffe, andere Waffe nehmen. Geht da eigentlich? Okay, gehen wir mal runter. Uiuiui. Och nee. Sag mir jetzt nicht, ich hätte auch hier hinten lang gehen können. Auch wenn die Kommentare spät kommen werden, ich sehe es jetzt schon. Och nein, ich sehe es jetzt schon, was da alles stehen wird. Oh Gott, nein. Ja, Leute, es tut mir leid, ich habe es echt nicht gesehen. Versteinert mich und... Oh, ist auch eine Treppe, oder? Nee. Steinigt mich und macht alles mit mir, fesselt mich, knebelt mich, bringt mich einfach um. Aber was man ja auch dazu sagen muss, beim Let's Playen sieht man auch nicht alles. Wenn ich jetzt so alleine spielen würde, wäre es mir wahrscheinlich aufgefallen sogar. Ich hätte wahrscheinlich das Spiel sogar schon durch, aber... Bei Let's Playen, muss ich sagen, lasse ich mir immer so ein klein wenig mehr Zeit. Sieht sehr gesund aus. Liegt einfach daran, dass ich hier so viel wie möglich ein bisschen zeigen will. Und jetzt klinge ich wieder so richtig sachlich, was ich natürlich auch nicht machen möchte. Ich möchte jetzt euch keinen Vortrag halten. Was ich jetzt aber machen werde. Mein Thema lautet... Let's Playen in Videospielen. Ach, ich kann hier ernsthaft hochgehen. Ja, mehr aber auch nicht, oder was? Ach, wo müssen wir denn lang? Ach, Leute. Damit ja meine Maske gleich leer ist. Ich finde ja auch persönlich, die hätten es lassen müssen bei einer Maske. Einfach Maske auf und gut ist, weil... Was mache ich, wenn ich jetzt hier keinen Sauerstoff mehr habe? Dann könnte ich auch nicht zurückgehen, weil nirgendwo ein Händler ist, wenn wir jetzt mal so realistisch sehen. Was ist denn hier? Was? Was? Wie? Wo?